Zum engeren Freundeskreis des Hölzerlips gehörten etwa ein Dutzend Räuber, die sich mit ihm je nach Gelegenheit zu Raubzügen zusammentaten. Aus dieser Zahl sollen nun die fünf kurz vorgestellt werden, die mit ihm zusammen den berüchtigten Raubmord bei Laudenbach verübten. Es sollte für sie der letzte große Coup werden. Philipp Friedrich Schütz, vulgo Manne Friedrich, war ursprünglich in Kopenhagen geboren, wo man seine Eltern, die gesetzestreue Tabakbauern waren, zum Arbeiten hingeschickt hatte. Als Friedrich 2 Jahre alt war, starb sein Vater und die Mutter zog mit ihrem Sohn zurück in die Heimat. In Frücht nahe Koblenz war der elterliche Hof inzwischen von Gläubigern versteigert worden und die kleine Familie wurde des Dorfes verwiesen. Durch Bettelei konnten sie sich einige Zeit ernähren und Friedrich lernte das Korbflechten, auch Wannenmachen genannt, wovon sich später der Name Manne Friedrich ableitete. Später lernte er Anna Katharina kennen, die aus ihrem Dorf verstoßen wurde und ebenfalls auf der Straße lebte. Da dem fahrenden Volk das Heiraten verboten war, ließ sich Manne Friedrich als Soldat anwerben, um Katharina heiraten zu können. Bereits 4 Tage nach der Hochzeit desertierte er wieder. Durch den Verkauf von Korbwaren konnten sie sich und ihre Kinder auf Dauer nicht ernähren, sodass sich Manne Friedrich immer mehr dem Trunk und kriminellen Aktivitäten ergab. Trotz allem war er ein recht gebildeter und auch sehr gläubiger Mann. Er hinterließ etliche Lieder und Gedichte, die vom Leben und Elend der Fahrenden erzählen und auch heute noch das Herz berühren. Bei seiner Hinrichtung am 31. Juli 1812 war er etwa 32 Jahre alt. Über das Leben von Andreas Frank, der auch Lange Andres, Klare Andres oder Husarenjung genannt wurde, ist wenig bekannt. Auch eine Zeichnung von ihm ist nicht erhalten. Er war der einzige Raubmörder von Laudenbach, der dem Heidelberger Blutgericht entkommen sollte. Dabei fiel gerade er durch besondere Brutalität auf. Zu den jüngsten Räubern im Gefolge des Hölzerlips gehörte Sebastian Lutz aus Neckargerach, genannt Basti. Er war das Kind rechtschaffener Leute, entzweite sich jedoch mit seinem Vater und trieb sich als Saitenspieler mit allerlei fahrendem Volk herum. Durch sein musikalisches Talent freundete er sich mit Andreas Petri, dem Sohn des berüchtigten Schwarzen Peters, an, welcher im gleichen Alter war und mehrere Blasinstrumente spielte. Als Spielleute bei Hochzeiten konnten sie sich zuweilen etwas verdienen. Durch Andres kam Basti mit der Bande des Hölzerlips in Verbindung, der große Stücke auf den Jungen hielt. Hölzerlips sagte einmal: Basti ist der härteste von uns allen. Wenn der als Räuber bis zu seinem 30. Jahre fortgelebt hätte, so wäre Schinderhannes nichts gegen ihn gewesen. Bastis Freund Andreas Petri, genannt Köhlers Andres, wurde am 27. Dezember 1792 in Hüttgeswasen bei Allenbach geboren. Er war das 6. Kind des alten Schwarzpeter, einem der bekanntesten und grausamsten Gefährten des Schinderhannes. Andres kam also von Geburt an mit Räubern und Dieben in Berührung. Er galt einerseits als lebhaft und munter und spielte fingerfertig Klarinette, Flöte und Flageolett. Andererseits soll er aber auch verschlagen, falsch und rachsüchtig gewesen sein. Beim Verhör zeigte er sich äußerst frech und verstockt. Er verleugnete sogar noch seine Identität, als Vater, Mutter und Bruder ihm gegenüberstanden. Valentin Krämer, genannt Veit, wurde 1790 zu Romstal im Fuldischen geboren und war der Sohn des berüchtigten Diebes Zunder Albert. Schon mit 15 Jahren wurde er von seinem Vater zu Einbrüchen mitgenommen und an der Beute beteiligt. Er wurde bald eines der ersten Mitglieder der Vogelsberger Bande
und später der Odenwaldbande um den Hölzerlips. Bei seiner Verhaftung in Sickenhofen war er 22 Jahre alt. Zu Veit Krämers Charakter gehörte, dass er nichts verschweigen konnte, wenn man mit ihm über seine Lebensweise und seine Räuberkameraden sprach. Er schilderte genau den Hergang des Überfalls von Laudenbach und verriet alle seine Komplizen ohne jegliche Reue. Er biederte sich bei dem Vorsitzenden Richter an, konnte aber dennoch sein Leben nicht retten.